Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. So, ich sitze hier in meinem wunderbaren neuen KW-Sessel hier. Ich habe ja noch vier andere davon und auch einen Tisch. Perfekt. Vorm M3. Wochenende geht's zum Ring. Und heute machen wir ein kleines Q&A. Ihr habt ein paar Fragen gestellt bei Instagram. Beziehungsweise habe ich mal so die Fragen der letzten Wochen, Monate, die oft gestellt wurden, habe ich immer mehr mal aufgeschrieben. Und jetzt hat mal anders als sonst die liebe Angie sich die Fragen rausgesucht. Das heißt, die sitzt jetzt dort, ihr seht sie nicht, trotzdem ein kleiner Applaus. Die stellt mir ein paar Fragen. Sie guckt immer alle Videos, das heißt, eigentlich müsste sie wissen, was ich so beantworte oder was nicht. Starten wir mal rein. Was haben deine TÜV-Eintragungen gekostet? Ja, perfekt. Gleich mal eine Frage, wo man eigentlich sich darauf vorbereiten müsste. Aber gib mir eine kurze Sekunde, denn ich habe tatsächlich nicht so viele TÜV-Eintragungen. Also ich habe alles eingetragen, aber ich habe nicht jede Spurplatte eingetragen, wenn ich sie dran gesteckt habe, sondern erst habe ich so ein bisschen gesammelt und dann habe ich immer einen Gesamttermin gemacht für viele Sachen. Müsste ich einmal kurz rechnen, weil das waren tatsächlich nur drei. Und der Vorbesitzer war auch beim TÜV mit dem Wagen, aber da muss ich gleich mal gucken. Ich meine, ich habe davon eine Rechnung. Fertig gerechnet. Die TÜV-Eintragung, die ich an dem Auto bezahlt habe, haben knapp 2400 Euro gekostet. Ich sehe schon große Augen wieder da drüben. Die Haushaltskasse wieder schwerst belastet. Nein, wir haben alle getrennte Konten. Perfekt. Ja, 2400 Euro und der Vorbesitzer hat nochmal 1000 Euro bezahlt. Aber da waren viele Sachen bei, die jetzt wieder geändert wurden. Das heißt, das kann man so nicht sehen. Ich würde sagen, für 2500 kriegt man den so getüft. Wenn ihr einen Umbau macht, rechnet immer die TÜV-Kosten immer mit ein. Denn die sind nicht zu vernachlässigen in Deutschland. Ja? Das ist zwar nur ein Blatt Papier, aber das kann ganz schön teuer werden. Ja? Also letztes Mal habe ich bezahlt 1400 Euro beim TÜV. Das war schon, überlegt mal, 1400 Euro, das ist fast eine Jahreskarte für einen Ring. Ja, deswegen, ich glaube, das haben wir damit geklärt. Next one. Würdest du JP mit deinem Auto auf der Lassisee fahren lassen? Und wie denkst du, schneidet er ab? Das ist tatsächlich eine sehr oft gestellte Frage. Die kam sowohl in der Fragerunde ein paar Mal, als auch bei Privatfragen an mich. Da haben wir ja auch schon mal relativ lange unter einem Video diskutiert, also mit ganz vielen Leuten unter einem Kommentar quasi. Und das interessiert echt viele Leute. Mich interessiert es natürlich auch. Und klar, wenn JP mich fragen würde, würde ich ihn fahren lassen. Also erstmal weiß ich, dass der Kumpel ja auch fahren kann. Und außerdem weiß ich, dass der, glaube ich, auch nicht einer wäre, wenn er die Karre wegwirft, dass er dann sagt, so Tom, war schön, dich kennengelernt zu haben. Sieh mal zu, dass du dieses Ding wieder auf deinen Hänger auflädst. Wir haben da auch diskutiert, wie er abschneidet. Mich interessiert es persönlich auch. Ich glaube aber, er würde sehr gut abschneiden. Er würde nicht Platz 1 machen, weil ein GT3 ist ja schon ein sportliches Auto, wisst ihr ja. Aber ich glaube, er wäre auf jeden Fall unter den Top 5, würde ich sagen. Vielleicht auch unter den Top 3. Denn wir haben ganz viele Sachen, die halt mega gut dahin passen. Erstmal können wir mit der Bremse, was ja bei vielen Autos da ein Problem ist, mit der Bremse können wir halt einen ganzen Tag in die Runde fahren. Völlig egal, wie viel wir da bremsen, spielt gar keine Rolle. Dazu kommt kurzes Diff. Die Kiste fährt maximal 270, also echte 270. Das heißt, wir haben mega kurze Übersetzung und eine 45% Sperre und 295er Reifen an der Hinterachse, Semislicks rundherum 295er. Das heißt, wir kommen gut aus den Ecken raus und kommen auch gut um die engen Kurven. Also ich glaube, er würde sehr, sehr gut abschneiden. Ja, wäre natürlich interessant zu wissen, aber ich glaube, dass JP noch ganz viele andere Leute auf seiner Liste hat, bevor er mir eine E-Mail schreibt. Oder bei Instagram. Also JP, wenn du das siehst, schreib mir bei Instagram. Next one. Bist du schon mal mit deiner Jahreskarte kontrolliert worden? Ich denke, darauf wird abgezielt, ob ich schon mal personalisiert kontrolliert wurde. Also ob schon mal mein Name in Kombination mit der Karte abgefragt wurde. Das wurde bei mir noch nicht gemacht. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, 200 und ein paar Runden auf die Karte gefahren. Und da wurde ich nie gefragt, ob ich auch wirklich Tom Schütze bin. Aber ich kenne Leute, die gefragt wurden, nicht in der Corona-Zeit. Allerdings, dieses Jahr stand einer neben mir, der ging die Schranke nicht auf und der hat eine Jahreskarte angehalten, das habe ich gesehen. Und ich stand daneben und irgendwie war ich so im Verfall, weil ich habe so rüber geguckt, Schranke ging nicht auf und es war auch nicht so viel los, muss man sagen. Und dann stand ich da kurz so und habe irgendwie meine Karte nicht dran gehalten und habe so zugehört. Und da sagten die so, ja, Jahreskarte. Hat der Fahrer gesagt und dann ja, war da irgendwie ein Gespräch, dann habe ich auch meine Karte dann gerade mit weggefahren. Ich glaube, der wurde kontrolliert, aber genau wissen tue ich es nicht. Nächste. Dein Lieblingsabschnitt auf dem Ring? Perfekt für jemanden, der keine Kurven kennt. Es ist eine optimale Frage, einfach. Allerdings kann ich sie euch beantworten. Glaube ich. Du kennst meinen Lieblingsabschnitt? Nein, nicht deinen. Achso, ich wollte gerade sagen. Irgendwas mit Breitscheid gibt es doch, oder? Breitscheid gibt es auch, ja. Gut. Breitscheid kenne ich auch. Nee, tatsächlich kann ich die Frage aber beantworten, denn mein Lieblingsabschnitt ist Pflanzgarten 2. Das habe ich mir eingeprägt, weil viele mich am Ring immer gefragt haben, ja, wo ist denn dein Lieblingsabschnitt? Und ich dann immer so, keine Ahnung, wie der heißt. Hier nach Vogelkuppe rechts geht's links und dann ist das meine Lieblingskurve. Ja, es war ein bisschen unangenehm, deswegen habe ich wenigstens die Kurve oder den Abschnitt Pflanzgarten 2 mir gemerkt, habe mir gesagt, Tom, das ist dein Lieblingsabschnitt. Ja, also es ist echt, ist interessant. Ich könnte, ohne Scheiß, ich könnte im Auto sitzen mit verbundenen Augen und könnte sagen, so, jetzt geht's rechts, jetzt geht's links, leicht rechts, leicht links und so weiter. Aber ich
kann ungefähr, weiß nicht, na, 7 Streckenabschnitte oder Abschnitte, nicht Kurven. Also, das ist total. Ich wüsste auch gar nicht, wann ich an den Punkt komme, wo ich sage, so, jetzt muss ich die wissen, so. Jetzt muss ich wissen, okay, ich bin gerade in Brünnchen. Gut, Brünnchen weiß ich, aber gerade, ja, ich kann jetzt keinen nennen. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? War ich noch nicht irgendwie in der Situation. Das, vielleicht ist es auch anders, wenn man am Ring wohnt und sagt, so, wir gehen jetzt zum Schwalbenschwanz hin. Dann weiß man, wo man hingeht, weiß, wie der Name heißt, weiß, wie die ganzen Sachen ist. Aber ich fahre ja nicht auf die Strecke und sage mir im Kopf, so, ich fahre jetzt runter zu T13. So, ich fahre jetzt runter ins Brünnchen, das sage ich mir ja nicht im Kopf. Ich fahre jetzt in die Kurve runter. Ja, deswegen, ich habe auch den Punkt privat, ich finde alle Wege aus dem Kopf, alle. Wenn ich einmal irgendwo hingefahren bin, finde ich sofort da wieder hin. Aber ich wüsste nicht, wie die Straße heißt. Ich wüsste nicht, wenn ich an den Ring fahre, welche Autobahn ich fahren muss. Jetzt ist auf die A2, auf die A1, wüsste ich nicht. Ich weiß nur, dass ich da abfahren muss, aber nicht, wie die heißt. So, next one. Hast du geplant, dieses Jahr noch auf anderen Strecken zu fahren? Ja, also andere Strecken dieses Jahr sind auf jeden Fall geplant, denn Daniel, Tobi, Norm, Bene kommt ja erst Mitte des Jahres wieder. Wir wollen, und Jan auch, aber Jan schon fast vergessen, die Berger. Wir wollen auf jeden Fall mal auf anderen Strecken fahren. Also ich werde ja im April in Meppen sein. Das sehe ich jetzt gar nicht als große Strecke an, das sehe ich eher so als eine kleine Kartbahn für Autos an. Ja, da werde ich auf jeden Fall sein. Und dann wollen wir nach Sandford. Auf jeden Fall nach Hockenheimring und nach Spa. Geil wäre noch Italien, aber Italien ist halt auch, boah, so hunderttausende Kilometer. Da haben wir schon überlegt, weil Bene hat einen LKW-Führerschein, ob wir so einen LKW einfach mieten und wir mit alle Autos auf so einen LKW drauf und dann dahin, bevor jeder einzeln halt hinfährt. Ne? Und das sind auf jeden Fall die Strecken. Habt ihr einen guten Veranstalter, mit dem man noch Trackdays buchen kann, wo jetzt nicht, ich finde es immer so krass, wenn dann so ein Trackday, weiß nicht, 899 Euro kostet, das ist mir dann irgendwie zu viel, ey. Denke ich mir so, Alter. Das ist irgendwie eine Dritteljahreskarte oder nicht ganz, ja doch fast sogar. Und dafür halt einen Tag und wenn der regnet, boah, dann ist das ganze Geld weg und total versaut. Next one. Welche Person ist die beste, die du letztes Jahr kennengelernt hast? Ja, auch da, das ist auch so eine Frage, die kann ich eigentlich gar nicht beantworten, weil ich habe so viele gute Leute letztes Jahr kennengelernt. Gerade letztes Jahr habe ich extrem viele gute Leute kennengelernt. Ich denke mal, das ist jetzt nur hier beim Thema aufs Auto, Nordschleife und so weiter bezogen. Daher muss man die vielleicht ein bisschen umformulieren, die Frage, und sagen, nicht welche Person ist die beste, die du kennengelernt hast, sondern mit welcher Person hast du die besten Dinge erlebt. Ja, Personen habe ich viele gute kennengelernt, wüsste jetzt ja auch nicht, wer die beste ist oder nicht, aber zwei Personen weiß ich genau, dass ich mit denen mega gute Zeit verbracht habe. Und zwar habe ich mit dem Daniel viele gute Momente am Ring verbracht. Also wir waren oft auch alleine irgendwo, Willis Gästezimmer, hier, dort, also viel erlebt auch. Ja, und mit dem Norm, ne? Also Norm kannte ich irgendwie 3 Monate, dann hat er 10 Tage bei mir gepennt und wir haben hier die ganze Kacke in der Halle auseinandergebaut. Das war halt auch eine mega Zeit und ja, auch ein mega Typ. Und das sind so die beiden Leute, mit denen ich, glaube ich, so, ja, schon das Beste erlebt habe im Jahr. Klar, es gab ganz viele geile Leute, wenn ich an Bene, Jan, Berti, alle mega gut. Aber so mit Daniel und Norm an die Zeit erinnere ich mich schon krass. So, nächste Frage. Schon mal E-Auto gefahren, beziehungsweise deine Meinung dazu? Ja, tatsächlich bin ich schon einige E-Autos gefahren, ich mir gerade so überlege. Nicht lange, also nie lange, aber schon viele kurz. Also ich bin Tesla P100D gefahren, sogar länger, so 2 Stunden. Dann ganz mal kurz einen Taycan, einen i3, einen E-Golf. Ein Twizy. Und ein Twizy, genau. Den bin sogar ich gefahren. Ein Twizy sind wir auch gefahren und auch ein paar Hybriden. Also ich muss sagen, ich finde das Fahren mega geil damit. Es ist super entspannt. Ein E-Auto fahren, wer noch keins gefahren hat, soll sich unbedingt mal bei irgendeinem Auto aus eins ausleihen. Ist super entspannt damit zu fahren, aber für mich nicht alltagstauglich, weil mein Alltag besteht erstmal daraus, dass ich eigentlich gar kein Auto bräuchte für die Kurzstrecke, weil ich lieber mit Fahrrad hinfahren könnte, wenn ich da genug Intention zu hätte, könnte ich das machen. Aber mein Alltag besteht eben auch daraus, dass ich 300 Kilometer zum Ring fahre und keinen Bock habe mit 120 zu fahren und noch weniger Bock habe, auf der Hälfte der Strecke oder bei 275 Kilometern einmal laden zu müssen. Und selbst wenn so ein Ding 300 Kilometer, so immer so 180, 200 schaffen würde, dann müsste ich am Ring ja auch noch immer betteln, kann ich bitte Strom haben? Und aktuell ist es für mich noch nicht denkbar. Selbst wenn, jetzt werden einige sagen, ja, am Ring gibt es ja einen Supercharger. Ja gut, der ist ja aber, keine Ahnung, 6 Kilometer von meinem Hotel weg. Soll ich dann mir noch ein Taxi nehmen, um mit dem Taxi vom Supercharger zum Hotel zu fahren? Das steht für mich halt aktuell noch nicht in irgendeinem Verhältnis. Wenn sich das alles noch ändert, die Technik weitergeht, okay. Also vom Fahren her finde ich es mega geil, aber es ist für mich aktuell nicht umsetzbar. Wobei ich sagen muss, ich würde sagen, für Angie zum Beispiel auch und für wahrscheinlich 95% der Leute, nein, 95 nicht, aber 85% der Leute wäre es völlig denkbar und völlig gut. Ja, Umweltsache ist eine ganz andere. Ich weiß nicht, ob das gut ist mit Batterien oder nicht. Darüber will ich mich nicht streiten. Es ging jetzt einfach nur ums Elektroauto. Für welches Auto würdest du deinen M3 abgeben? Das ist auch eine Frage, die super oft kommt. Aber ich habe ja immer gesagt, den verkaufe ich nicht mehr. Erstmal ist der mega wertstabil. Die sich eher weniger damit beschäftigen und weniger auskennen, sagen ja, der verliert ja voll viel Wert, weil der auf der Rennstrecke gefahren wird. Aber das ist halt voll Quatsch, weil das Auto wird brutal gut gewartet. Es wird immer alles gemacht. Alle Lager werden gemacht, alle
Öle werden gemacht, Bremsflüssigkeit, es wird immer alles gemacht, das Auto ist immer perfekt gewartet. Und diese Autos verlieren einfach keinen Wert mehr. Ein E92 M3 mit Handschalter kannst du machen, wie du willst, der verliert keinen Wert mehr. Klar, mit dem Motorschaden hat er weniger Wert, aber sonst verliert dieses Auto keinen Wert mehr. Ich bin mir auch sicher, dieser Kumpel, oder nicht dieser jetzt hier, aber generell ein E92 M3 wird der neue E30 M3, was so Werterhalt und so angeht. Weil einfach letzter M3 Coupé oder letztes M3 Coupé, erster und letzter M3 V8 und letzter Sauger. Und ich glaube, das ist so Potenzial, wo man sagt, das wird, glaube ich, relativ viel wert werden in den nächsten Jahren. Ich hatte mal geguckt, ob man so ein Ding komplett serienmäßig so für schön Wetter irgendwie mal irgendwo sich hinstellen könnte, aber preislich jetzt schon komplett bis bei 35, wenn du einen ordentlichen haben willst. Und ich hatte vor, weiß nicht, ich glaube, wo ich Dinge damals gekauft hatte, hatte ich ja geguckt, das ist schon ein paar Jahre her, da hast du schon für 25, 26 richtig gute gekriegt. Und das ist halt einfach vorbei. Ach so, jetzt habe ich nicht gesagt, für wen ich den abgeben will. Perfekt. Grundsätzlich habe ich halt gesagt, gebt den nicht ab. Klar, wenn jetzt irgendeiner, warum auch immer, macht ja keiner. Aber wenn jetzt einer sagen würde, hier, du hast mein GT3 S, gib mir dein Ding, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, das ist ein cooler Tausch. Ne? Oder 458 Speziale würde ich auch tauschen. Ja, solche Sachen. Aber ich würde jetzt nicht gegen den M4 tauschen, muss ich sagen. Also das würde ich jetzt nicht machen. Klar, wenn man sagen würde, dir würde einer einen neuen M4 geben und man würde so wirtschaftlich denken und verkauft den dann, okay, aber jetzt, nee. Wenn man sagen würde, das ist das Auto, was man für immer behalten will und du müsstest den anderen auch für immer behalten, dann ein GT3 RS, ein GT2 RS, Ferrari finde ich 458 Speziale cool. Jetzt ist auch ein emotionaler Wert, so viel wie da jetzt, viele Stunden, wie da jetzt auch drin steckt, alles selber jetzt irgendwie angefasst, jede Schraube nochmal, ein bisschen emotionaler Wert. Wann bist du das erste Mal wieder am Ring? Ja, die Frage habe ich ja schon beantwortet, wann ich das erste Mal am Ring bin. Also nächsten Samstag und Sonntag am 6. und 7. März. Wann kommt endlich der Merch? Also erstmal Thema Klamotten, boah. Da also gibt es auch so tausende Sachen und dies und das. Ja, wir sind gut dran und ich hatte eigentlich gehofft, insgeheim gehofft, dass wir heute schon mit einem Teil des Merches hier sitzen können, aber es hat nicht geklappt. Er ist heute noch nicht angekommen, zumindest so das Probestück. Ja, aber es wird jetzt nicht mehr so lange dauern. Es nimmt alles etwas Form, Mann. Denkst du, du könntest was in der NLS reißen? Weißt du, über was NLS ist? Nee, ne? Irgendwas an der Nordschleife, wenn ich jetzt... Perfekt. Also ja, NLS, für die, die es nicht kennen, Nürburgring Langstreckenserie. Das hieß ja früher VLN, das haben die jetzt umbenannt. Warum? Das hätte dir was gesagt. VLN hätte dir was ja, gesagt. Ne? Ja. Ja, also ich dachte immer so, ja klar, könnte man da was reißen und man würde gut fahren. Aber dann denke ich wieder, guck mal, dann fahren wir auf dem Ring, so Touristenfahrten. Man fährt da auch nicht um Zeit, aber man sieht ja schon, was man kann und was andere können. Und manch einer mit so einem Auto ist dann halt auch nochmal so viel schneller und dann holt einen das wieder auf den Boden zurück, dass man wahrscheinlich eher so im Mittelfeld mitfahren würde. Ich glaube, ich würde nicht hinten mitfahren, aber ich würde im Mittelfeld mitfahren. Wenn es regnet, würde ich hinten mitfahren. Nordschleife nie im Regen gefahren, werde ich jetzt dieses Jahr auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Ich würde es gerne mal irgendwann probieren, aber aktuell ist es noch nicht so weit. Nordschleife ist halt auch so eine Strecke, wo man brutal viel Erfahrung braucht, wo es nicht reicht, dass man, ja, ich mache mal am Wochenende ein Training da, also da muss man halt seine Runden abspulen und ich habe halt unter 300 und damit kann man halt noch keinen NLS gewinnen. Wie schaltest du mit Zwischengas runter? Revmatch programmiert oder vertraust du den Synchronring? Wie schalte ich mit Zwischengas runter? Mit den Füßen. Ja, also ich habe nichts einprogrammiert, das kann man, soweit ich weiß, auch bei mir 92 gar nicht. M4 hat das ja serienmäßig. Das heißt, mit den Füßen ganz normal, ich bin mit dem linken Fuß auf dem Gas und mit der rechten Hacke, linken Fuß auf der Bremse und mit der rechten Hacke auf dem Gas. Und ja, dann schalte ich so runter. Ne? Also Synchronringe werden, glaube ich, bei mir relativ wenig belastet. Wenn ich mir so an andere Kollegen, wenn ich da mitfahre und ich denke mir immer so, Alter, hauen die Gänge rein und lassen einfach die Kupplung fliegen. Manchmal rappelt die Hinterachse, dann denke ich mir so, Alter, das ist ein Materialschlacht. Ja, da probiere ich ein bisschen Mühe zu geben, aber das klappt doch ganz gut. Weißt du, was Zwischengas ist? Wenn man runterschaltet, dass man die Drehzahl anpasst. Ja, weiß ich. Haben wir mal drüber geredet da. Da gab es Autokunde zu Hause. Mhm. Perfekt. Dein aktuelles Lieblingsauto. Ist die letzte Frage mein aktuelles Lieblingsauto? Ja. Hast du dir auch oft gefragt? Ich habe gar kein aktuelles Lieblingsauto. Also ich mag das Auto sehr gerne zum Beispiel. Sehr gerne. Und auch den neuen GT3 finde ich sehr gut, finde ich optisch sehr gut und generell ein GT3 S finde ich auch sehr gut. Das sind so, ich habe nicht ein Lieblingsauto, also ein E92 M3 finde ich schon in vieler Hinsicht ein ziemlich geiles Auto, so, du kriegst für, zumindest musst du nicht über 100.000 Euro ausgeben, ein richtig geiles Auto und du musst nicht mal 50.000 Euro ausgeben, das heißt nicht mal, aber ne, du bist für unter 50.000 Euro bei einem richtig geilen Auto. Du hast 8 Zylinder, du hast schon ein emotionales Auto, so. Also ich habe gar kein Lieblingsauto. Ich würde gerne GT2 RS mal fahren. Das wär's. GT2 RS, ja. Also wer einen hat, können wir ein Video machen. Gute Idee. Video-Idee mit dem GT2 RS. Das war die letzte Frage. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt zusammengebracht haben hier, aber ich glaube, so in die Länge gezogen ist es nicht, oder? Nö. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte ein paar eurer Fragen klären. Wenn ihr noch Fragen habt, dann haut sie hier in die Kommentare. Ich schreibe mir die irgendwo nieder oder ich beantworte sie direkt euch in den Kommentaren. Nächstes Wochenende sind wir am Ring, dann gibt es die ersten Ringvideos, da freue ich mich persönlich sehr drauf. Hoffentlich schneit es nicht. Aktuell soll es nicht schneien, aber es ist sehr kalt und Freitag könnte es schneien. Also, schon wieder schwierig, ja. Hoffentlich nicht, werden wir mal sehen. Ich meine, wir haben März, ne? Wir haben 6. März, es ist voll Winter. Noch so früh war ich noch nie am Ring. Letztes Jahr ging nicht wegen Corona. Ich hoffe, dieses Jahr geht's, aber aktuell ist gesagt, es geht. Ja, Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Kommentar da und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag. Macht's gut.